Seid gegrüßt, liebe Freizeitpark-Kirmes-Freunde, und herzlich willkommen hier erneut aus dem Freizeitland Geiselwind. Und nehmen wir wieder der Herr Kieten, wie auch letztes Jahr schon. So schaut es aus. Und wir sind jetzt hier im neuen Themenbereich der Drachenbruch, die er dieses Jahr neu eröffnet hat. Und ich würde sagen, erstmal vielleicht ein paar Fragen, die wir klären, die generell den Leuten unter den Nägeln brennen, die Leute nerven oder vielleicht einfach auch übertrieben nerven. Fangen wir vielleicht erstmal an. Es war ja eigentlich anfangs kein neues Thema mehr geplant, Anfang letzten Jahres. Wie kam es jetzt dazu, dass wirklich so ein großer Bereich vom Parkplatz neu erschlossen wurde und für ein neues Themengebiet verwendet wurde? Also in diesem Atemzug muss man ja auch sagen, wir sind ja jetzt nun im 50. Jubiläumsjahr des Freizeitland Geiselwinds insgesamt, aber erst im dritten Jahr unter Führung von Matthias Mölter. Ja. Und Matthias Mölter hat sich einfach der Verantwortung angenommen, dem 50-jährigen Bestehen einfach zu frönen und es auch entsprechend und zu zelebrieren. Und da musste sowas her wie ein Themenland oder ein großes Fahrgeschäft. Wir haben uns jetzt praktisch für ein Themenland entschieden in dieser Größenordnung. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den wir soweit für diese Saison eingeschlagen haben. Ist das absolut der richtige Weg. Ja, und wie war es, also wie kam die Idee mit diesem Thema Asien, Drachenbucht? Weil das ist ja auch ein Thema, was wahrscheinlich schon bekannt ist vielen oder was es in vielen Parks gibt. Aber es ist natürlich auch ein neues Thema, was dann ganz neu wieder für sich gefunden werden muss, erfunden werden muss. Also wie du selber sagtest, es ist neu. Das Thema ist neu. Es ist im Freizeitland Geiselwind noch nicht da. Ja. Wir haben Safari, wir haben Piraten, wir haben Zombies, wir haben Zeitreisen, Steampunk, das Thema aufgegriffen, Dinosaurier, also praktisch alles Mögliche. Und Asien ist nochmal so ein richtig schönes Kontrast dazu. Und ich glaube, wenn man sich das nochmal genau anschaut, das ganze Areal hier, das Potenzial ist da und das, was schon fährt, wie unter anderem die Drachenhöhle, das passt wie die Faust aufs Auge und es stellt auf jeden Fall einen absoluten Mehrwert dar. Ja, sehen wir sicher auch so. Jetzt kommt der Punkt, der viele, wo man in den Kommentaren unter der Fanpage liest und so, die Leute sagen, Geiselwind will weg von der Kirmes und kauft zwei Kirmes-Attraktionen am Nürnberger Volksfest ein, so schreiben manche tatsächlich. Ja, also ich gehe da mal davon aus, dass jeder deutsche Freizeitpark in Deutschland, also praktisch in diesen Gefilden, im südlichen Bereich, wie auch im nördlichen Bereich, in ganz Deutschland, auch Kirmes, in Anführungsstrichen Kirmesattraktionen hat. Ja. Und diese Kirmesattraktionen gibt es überall zu sehen. Und ich glaube, der Unterschied zwischen einer Kirmesattraktion und einer Freizeitparkattraktion ist die, dass man eine Freizeitparkattraktion in einen Themenbereich einbettet. Das heißt, wie zum Beispiel auch diese Attraktion hinter uns, die Drachenhöhle, die wird jetzt nach und nach immer mehr und mehr eingebettet werden in die Thematik Asia. Und das ist der Unterschied und der wesentliche Unterschied zwischen Kirmesattraktion und einem Freizeitpark-Fahrgeschäft. Und ich glaube, diese Argumente, dass man sich Kirmesattraktion in einen Park holt, das kann man so nicht stehen lassen. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also wie gesagt, da gab es halt immer die ganze Zeit einen Wirbel drum und das ist halt so eine Sache, die sich ja vielen mal wissen wollten. In jedem Freizeitpark gibt es Shaker, in jedem Freizeitpark gibt es ähnliche Fahrgeschäfte wie den Icarus und so weiter und so fort. Das zieht nicht. Das stimmt. Das kann man so nicht stehen lassen. Na gut, dann werden wir jetzt weitergehen zum nächsten, zu der nächsten Neuheit, zum Quattroscope 4D. Ja. Und dann reden wir da nochmal ein paar Fragen für euch und dann sehen wir uns da wieder. Bis dann. So, bevor wir jetzt noch bei Happy Family sind, sind wir jetzt hier noch in der bekannten Huss-Ecke, sage ich mal. Und hier wurde ist jetzt auch was gemacht worden, wie eigentlich schon so mehr oder weniger bekannt gewesen, also vielleicht so ganz am Rande bekannt war. Und zwar wurde hier einmal der Icarus, hat einen neuen Eingangsbereich bekommen und der Breakdance hat die Piratenschleuder als Eingangsbereich, als Q-Line bekommen. Wird da noch mehr gemacht bei den beiden Geschäften oder bleiben die generell in ihrem Stil gleich? Also vom Grundsatz her haben wir in diesem Jahr den Anfang gemacht mit der Thematisierung, farblich wie auch optisch. Der Eingangsbereich in der Piratenschleuder ist neu gemacht worden, wie auch im Hintergrund die Wartezone überdacht
ja. auch gerade bei etwas schlechterem Klar. Wetter, sehr, sehr gut. Und es wird natürlich weiter ausgearbeitet werden. Die Thematik wird sich farblich auch widerspiegeln, auch namentlich, dass man das auch von außen erkennt. Derzeit sind noch alte Farben zu erkennen, das Freistein-Geisewind mit dem Roten und so weiter. Ja. Das wird alles noch entsprechend thematisiert werden, okay. weil wir sind im Herzen ja, der Piratenwelt. Ja. Okay, und dann gehen wir, das war es eigentlich schon von meinen Fragen. Einfach vorbeikommen und es euch anschauen, es ist echt wirklich schön geworden. Und wir gehen jetzt weiter zu Happy Family, wie gerade eben schon versprochen. Und machen da noch ein paar, klären da noch ein paar Dinge ab. So, wir sind jetzt hier vom Quadroscope 4D, auch eine Neuheit dieses Jahr. Und zwar läuft da der Film Happy Family von Mack Media. Und jetzt mal auch eine Frage, die viele gestellt haben. Warum Mack? Warum so eine große Firma? Warum eine Firma, die selbst als in Anführungsstrichen Konkurrenzobjekt oder als andere Freizeitpark in Deutschland tätig ist? Also die Frage ist eher, warum denn nicht? Richtig. Ich glaube, Mack Rides, Mack Media, ja. Der Europapark an sich sind Vorläufer, Vorreiter in der Szene. Sie stehen für Qualität und für nicht nur für Quantität, sondern auch wirklich für immense und hohe Qualität auf ja. jeden Fall. Und in diesem Jahr hat sich das Freizeitland Geisewind natürlich für sowas entschieden. Warum denn nicht? Andere Freizeitparks setzen seit Jahren auf die Fahrgeschäfte von Mack Rides. Wir stehen jetzt neben einem älteren Modell. Genau. Und in diesem Jahr haben wir uns dann für so einen Film entschieden wie Happy Family. Ja. Eine ganz erfolgreiche und beliebte Serie oder Filmreihe. Ja. Gibt es einen zweiten Teil? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ja, aber auf jeden Fall, man kennt es und es ist ein ganz beliebter Anlaufpunkt für die Familien. Ja. Und das Freizeitland Geisewind steht für Familien, Entertainment ja. und Vergnügen. Und deswegen auch in diesem Jahr, auch wenn es von Mack Media ist, ja. das ist nichts Negatives, ganz ja. im Gegenteil. Phantasialand setzt auch in diesem Jahr auf VR ja. aus dem Hause. Mack Media, also wir machen alles richtig. So, dann habt ihr es jetzt gehört. Dann würde ich sagen, einfach vorbeischauen, die Neuheiten anschauen, euch selbst ein Bild davon machen und vielleicht nicht immer so viel übernehmen, was andere Leute sagen und einfach mal selber sich ein Bild davon machen. Dann schaut hier vorbei im Freizeitland Geisewind. Es ist jetzt eigentlich relativ lange Öffnungszeiten, das ganze Jahr wieder über, nur sehr wenig Schließungstage. Ganz wenig, wir sind da. Schaut auf der... neue Shows. Richtig, neue Shows. Die 100 habt ihr alle schon in der Reportage gesehen ja, vom Mittwoch. Schaut einfach vorbei, prüft die Öffnungszeiten im Internet und macht euch selbst ein Bild davon. Moving up and down, side to side, like a roller coaster.